Guten Abend, Freunde. Es ist Zeit für eine gute Nachtgeschichte und wir lesen heute das Märchen von Dornröschen. Dornröschen. Es waren einmal ein König und eine Königin. Als die Königin ein wunderschönes Mädchen gebar, war das Königspaar voller Freude und beschloss, die Taufe zu feiern. Sie luden ihre Freunde und alle Könige, Königinnen, Prinzen und Prinzessinnen aus anderen Königreichen im Land ein. Fünf gute Feen lebten im Königreich und der König wollte, dass sie Patentanten seiner Tochter würden. Eine dieser Feen war sehr alt und lange hatte sie niemand mehr gesehen. Daher lud der König nur die vier jungen Feen ein. Am Tag der Taufe war das Schloss voller Gelächter und Tanz. Nach dem köstlichen Festessen gaben die vier guten Feen der Prinzessin ihre magischen Geschenke. Die erste beugte sich über die Wiege, schwang ihren Zauberstab und sagte: „Du sollst gütig und fürsorglich sein." Die zweite Fee sagte: „Du sollst schön und liebevoll sein." Die dritte Fee sagte: „Du sollst schlau und besonnen sein." Plötzlich flogen die Türen des Schlosses auf. Da stand die alte Fee. Sie war böse, weil sie nicht eingeladen worden war. Und so sprach sie einen Fluch über das Kind aus. „Eines Tages soll die Königstochter sich den Finger an einer Spindel stechen und tot umfallen", kreischte sie und ging davon. Die vierte Fee hatte ihr Geschenk noch nicht übergeben. „Ich kann den Fluch nicht aufheben, aber ich kann ihn abmildern", sagte sie. „Die Prinzessin wird sich den Finger an einer Spindel stechen, aber sie wird nicht sterben. Stattdessen sollen die Prinzessin und alle im Schloss und alle darum herum in einen tiefen Schlaf fallen, der 100 Jahre dauert." Der König dankte der Fee für ihre Güte und befahl dann, zum Schutze seiner Tochter alle Spindeln im Königreich zu verbrennen. Die Jahre vergingen und die Prinzessin wurde zu einem schönen und gütigen jungen Mädchen, genau wie es die Feen versprochen hatten. Eines Tages beschloss die Prinzessin, die Räume des Schlosses zu erkunden, die sie noch nicht kannte. Nach einer Weile kam sie zu einer kleinen Tür oben in einem hohen Turm. Dahinter saß eine alte Frau an ihrem Spinnrad. Die Prinzessin wusste nicht, dass die alte Frau in Wahrheit die böse Fee war. „Was machst du da?", fragte die Prinzessin neugierig. „Ich spinne Garn, mein liebes Kind", antwortete die Frau. „Kann ich es auch versuchen?", fragte die Prinzessin. Kaum hatte sie die Spindel berührt, da stach sie sich in den Finger und fiel in einen tiefen Schlaf. Schon bald war jedes Lebewesen innerhalb der Schlossmauern in einen tiefen, tiefen Schlaf gefallen. Mit der Zeit wuchs eine Dornenhecke rund um das Schloss. Jedes Jahr wurde sie höher und dichter, bis man nur noch die höchsten Türme sehen konnte. Die Geschichte der schönen, schlafenden Prinzessin verbreitete sich im ganzen Land. Man nannte sie überall Dornröschen. Viele Prinzen versuchten, die Dornen zu überwinden, um Dornröschen zu retten, aber keiner hatte Erfolg. Genau 100 Jahre, nachdem die Prinzessin eingeschlafen war, beschloss ein hübscher Prinz, der von Dornröschen gehört hatte, es zu versuchen. Der Prinz wusste nicht, dass der Fluch der Fee seinem Ende nahte. Als er die dichte Hecke berührte, verwandelten sich alle Dornen in wunderschöne Rosen. Und wie von Zauberhand öffnete sich vor ihm ein breiter Pfad. Bald kam der Prinz zum Schloss. Nirgends war ein Laut zu hören. In jedem
dem Raum sah er schlafende Menschen und schlafende Tiere. Schließlich fand er den winzigen Raum im Turm, in dem Dornröschen lag. Der Prinz schaute sie voller Staunen an und dann küsste er sie sanft. Die schlafende Prinzessin öffnete die Augen und lächelte den Prinzen an. In diesem Augenblick verliebten sie sich ineinander. Alle im Schloss wachten auf. Der Bann war gebrochen. Der König ordnete an, ein großes Hochzeitsfest vorzubereiten und lud die Menschen des ganzen Königreiches ein. Dornröschen heiratete ihren schönen Prinzen und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht, Freunde. Bis zum nächsten Mal.